Oh oh. Ah, Biotic-Kombo. Pathfinder. Das Interface ist tektonische Aktivität. Das Gebiet wird zunehmend instabil. Na los, wir müssen an diesem Felsbrocken vorbei. Versuchen Sie, ihn zu zerstören. Der Fels ist zu kompakt für unsere Waffen. Aber da ist ein tiefer Riss, den der Strahl eines Beobachters vielleicht weiten könnte. Sie müssen also den Riss scannen und dem Bot sagen, er soll ihn angreifen. Beobachter zur Rettung. Njo. Okay, rüber jetzt und rauf auf den Grat. Das ist eine ganz blöde Idee. Riosch! Sie dürfen nicht reinkommen. Dreifacher Anteil für den, der mir ihre Implantate bringt. Mann, ich hasse sie. Hm. Wir müssen ihr folgen. Dagegen könnten ihre Banditen etwas haben. Schalten Sie sie aus. Alter, die Waffe ist ja übel. Tja. Disciple. Initiative-Panzer. Wieso kriege ich immer Initiative-Panzerung? Ich finde die nicht gut. Vom Aussehen wollen wir nicht reden. Das ist, sieht gar nicht so verkehrt aus, aber... Ich sorge dafür, dass Sie nicht folgen können. Scheiße, was hat sie vor? Granite ist der gesetzlose Kroganer, dem wir ständig begegnen. Und wie es aussieht, werden wir nochmal auf ihn treffen. Da-da-di-da. Macht's gut, ihr Loser. Nein, nein, nein. Kalinda hat den Weg versperrt. Ihre letzte Stunde hat geschlagen, Pathfinder. Das sagst du mir. So. Schöne Grüße von Kalinda. Quennet ist erledigt. Boah, wie der meine... Diese Waffe geht ja durch Schilde wie Butter. Zack. Verbrenne. Ein weiterer Energieknoten. Hier muss irgendwo eine Konsole für die Ausgabe sein. Die Konsole hier ruft einen verbündeten Beobachter, der den beschädigten Torknoten reparieren wird. Ich wette, diese Was ist das? Steuert die Ausgabe. Aha. Ein Scan des inaktiven Knotens wird den verbündeten Beobachter dorthin schicken. Scannen! Schubidubidu, schubidubidu. Um das inaktive Tor zu öffnen, muss der Leitungsknoten repariert werden. Was für reparieren? Okay, wir sind wieder im Spiel. Ach du Kacke, was hab ich mir hier nur wieder aufgebürgt? Wir sind da. Die Signalquelle ist in der nächsten Kammer. Ich orte weitere Ausgabestellen, verbündeter Beobachter. Okay, gut zu wissen. Was zum Teufel? Oh ne, das erinnert mich an Mass Effect 3. Ich kann das Gerät nicht anpeilen. Wir müssen runter in die Höhle. Ja. Das ist genau dieselbe Kampfarena in Mass Effect 3, wo dann so viele von diesen Viechern kommen, von den, Hübsches Fleckchen für einen Hinterhalt. Witzig. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Ich hasse die jetzt schon. Kalinda, du Miststück! Gib mal wach auf! Hier drin ist reine, unverfälschte Programmierungstech. Und du willst sie haben. Also gebe ich auf keinen Fall auf. Oh, das ist schön. Pathfinder, ich empfehle dringend die Benutzung der Konsole und verbündete Beobachter zu.
Sam, ich kann gerade nicht. Scheiße, du hast alle meine Männer besiegt. Wirklich? Nein. Nein. Erstmal schön verarscht. Habe ich damit gerade die Granate abgewehrt? Na komm. Nicht mal annähernd. Aber ich werde danach neue Leute rekrutieren müssen. Wir könnten wirklich Beobachterunterstützung brauchen. Wie wäre es, wenn sie eine Konsole hacken und uns Verstärkung beschaffen? Halt die Klappe! Ich schaff das. Ich schaff das auch ohne. Aber es wird gerade langsam aber sicher echt kritisch. So. Einer muss zumindest weg. Das macht das Ganze schon wesentlich angenehmer. Ich sagte ja, wesentlich angenehmer. Wie du siehst, Kalender, ist es sinnlos. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Signalquelle ist hinter dem nächsten Anstieg. Dann holen wir sie uns. Was? Wo? Oh. Ich bin auch noch instinktiv richtig gegangen. Da, hinter dem Lavabecken, noch ein Energieknoten. Wir brauchen noch einen Beobachter, der darüber fliegt und ihn aktiviert. Es gibt hier drin eine Konsole. Ja, schon klar. Ach, warte mal, das gibt noch Relikt. Gibt's das da hinten auch? Ich guck mal da hinten kurz. Ja, die einen möchten jetzt meinen, ich hab's mir unnötig schwer gemacht. Aber ich wollte mal gucken, ob das auch so klappt. Oder ob das Spiel mich quasi dazu zwingt, auf so einen Beobachter hier zuzugreifen. Da. Und ich hatte auch eigentlich damit gerechnet, dass es eventuell Noten für unseren Beobachter, damit wir endlich zur Quelle dieses Signals kommen. Du, meine Liebe, hast sowieso verschissen. Du hast kein Recht darauf, mich hier unter Druck zu setzen. Kalender. Ist fraglich, ob man über sowas gehen will. Kalender ist schon da. Wir müssen darüber. Ja, ist ja gut. Das soll nur ein Witz sein. Wie viele Leute hat sie eigentlich? Gleich hat Kalender das Gerät. Und tschüss. Das schaffst du nicht, Kalender. Du kommst zu spät, Süße. Verdammt! Ihr Leben nicht wert.
Ich bin nicht so asozial und einfach schießen. Oh, oh. Wow, das war knapp. Wir müssen hier raus. Danke, Phoebe. Und hey, nichts für... Ah, fuck. Man bin ich dir zuvor gekommen. Ich habe zwei startbereite Shuttles. Hier nach. Schön erstmal ins Gesicht geklatscht. Verschwinden wir von hier! Schnell! Hier entlang! Bricht jetzt der ganze Planet auseinander, oder was? Alarmärsche! Oder habt ihr mich nur gerettet, um mich jetzt sterben zu sehen? Sie sind ziemlich nervig. Das ist doch unser Trieb. Ja. Ich muss gerade rennen. Ich kann gerade nicht gucken, Phoebe. Da war ich mit Rennen beschäftigt. Gibt es jetzt eine aufregende Flucht? Nein. Phoebe, das war eine echt harte Nummer. Alles klar bei Ihnen? Hat sie geliefert? Wir haben gerade eine große Ladung Relikttechnologie erhalten. Ziemlich wertvoll. Und das hier. Helisaria, mit besten Wünschen. Meine Crew wird dich nicht mehr belästigen. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Alles Liebe, Kalinda. Klingt aufrichtig. Ich neige dazu, ihr zu glauben. Und Sie? Ich würde es gerne. Wenn man so knapp vor dem Tod steht, kann einen das schon verändern. Trotzdem sollten wir alles scannen, was sie geschickt hat. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich wünschte nur, wir hätten das Gerät. Immerhin geben uns die Scannerdaten einen kleinen Einblick, wie Relikte ihre... Hä? Aus irgendeinem Grund... Ist hier gerade kein Sound dabei? Hallo? Und ich kann natürlich... Hä? Jetzt ist wieder da? Muss ich das jetzt verstehen? Ja, absolut. Wenn wir das nächste Mal an der Nexus andocken, kaufen Sie eine neue. Sollte das Ihre Mittel übersteigen, arbeiten Sie es mit Überstunden ab. Klar? Hey, ich habe dabei immerhin ein Schlafzimmer verloren. Wie verrechnen wir das? Rettungskapseln sind tabu. Nur damit das klar ist. Alle Rettungskapseln sind ab jetzt für Sie Sperrgebiet. Außer im Notfall, nehme ich an. Vor allem im Notfall. Oh, Sie verstehen aber auch gar keinen Spaß. Ah, Kinnasse. Was das gerade wieder war, weiß der Geier. Ich weiß es nicht. Urplötzlich war das Ding wieder da. Ich wollte gerade das Game neu starten. Und dann kommt sowas, ey. Kann ich eigentlich von hier aus auf alle... Ups. Entschuldigung. Die Crew. Da, ich kann auf alle zugreifen. Und wir haben mal eben 15 Punkte. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Wir waren auf Schrotflinten. Gewicht. Minus 25% Gewicht für Pumpen. Machen wir das. So. Nachladezeit. Mehr Magazin. Nachladezeit. Definitiv Nachladezeit. Schrotflinten Schaden und Stärke oder Verstärkung? Das. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. So. Initiative Elite-Soldat freigeschaltet. Cora.
Wie viele Punkte hast du? 14. Du kriegst mal Nova Plus. Boom. Anti-Schild. Schaden gegen Panzerung. Panzerung haben wir jetzt eigentlich genug. Die Schilde sind immer unser Problem. Schützende Nova. Cora nach dem kurzzeitig unverwundbar. Neugegner als Boden und belegt sie mit einem Primer für Combo-Detonation. Nur einmal. Nur normal große Gegner ohne Panzerung und Schild sind dabei. Ah, komm, das passt. Das passt. Die haben wir so abgefrühstückt. Jol. Jol hat ein paar mehr. Stimmt, den hatten wir gar nicht geskillt. Upsi. Wenn Jol von einem Gegner in einem Radius von 5 Metern getroffen wird, unternimmt er automatisch einen Gegenangriff mit einer elektrischen Entladung, die Bonusschaden an Schilden verursacht und das Ziel anfällig macht. Verschleierung. Wenn Jol schwer verwundet ist, tarnt er sich automatisch, um sich zu schützen. Wir nehmen das. Das klingt gut. Das finde ich gut. Rebellensoldat. Kräfteschaden plus 20%. Dauer 5 Sekunden. Waffenschaden. Wir nehmen Waffenschaden. Waffenschaden ist immer schön und gut. Nehmen wir hier die Haftgranate. Ich denke, das dürfte ganz gut sein. Gegen Schilde, gegen Panzerung. Wir nehmen hier mal Panzerung. Du hast schon was, was Schilde ordentlich zerdeppert. Ich denke, das sollte ausreichen. So, dann haben wir Vetra, die hat 9 Punkte. Machen wir mal den Betäubungsschuss hoch und dann nehmen wir Turbo da. Du kriegst aber Anti-Schilde. Und dann hauen, na, wir können nichts mehr hier reinhauen. Dann lassen wir das. Zack. Man soll ja nicht sagen, dass ich, nee, Drag kann ich ja gar nicht. Oder? Nein, Drag kann ich noch nicht. Der ist noch nicht freigeschaltet. Aber Pibi können wir. Wir machen mal Überlebenskünstlerin. Widerstandsfähigkeit, Max Gesundheit und Schildleistung hoch. Schusswaffenschadenbonus, Kräfteschaden. Komm. Du bist eine Angriffsdame, bist du. Vergeltung, Schusswaffenschadenbonus 40%. Teambiotikschaden, Kräfteschaden. Ich habe ein bisschen was an Biotik. Ist nicht viel, aber ich habe ein bisschen was. Wir nehmen Invasion, denn Dot Schaden 226. Wir nehmen mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Liam, 9 Punkte hast du. Machen wir hier Splittergranate und dann passt das. Du hast Anti-Schild. Anti-Schild bin ich dafür. Anti-Schild ist immer gut. Ja. Dann haben wir das auch schon fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Machen wir jetzt, da der Sound wieder in Ordnung ist. Oh, warte mal. Machen wir es uns einfach mit J. Verbündete. Nackmoor Drag. So. Dann gehen wir mal zurück. Wir könnten ja eigentlich noch mal gucken, ob wir mit Pibi reden können. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Okay. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Tja. Kann ich eigentlich jetzt mir die eine Rüstung Rang 6 machen? Ich bin ja jetzt quasi voll Relikt-Tech. Ob ich vielleicht hingehen kann? Forschen? Relikt-Tech. Was sind das eigentlich für Verbesserungen bei Relikten? Kryo. Ich will dafür es nicht ausgeben. Ich nehme Panzerung. Wir haben so wenig davon. Armschutz. Beine. Brust. Wir nehmen mal.